Ja, und derweil könnten wir doch gerade mal. Sure, ist nicht da. Na gut, dann machen wir halt den Rückweg hier. Während ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie wir das hier gestalten. Gerade mal die Spitzhacke repariert. Das war, glaube ich, eine super Investition, die Eisenspitzhacke zu nutzen. So. Das wird auch alles nur ein Tief gemacht. Abgesehen von hier, hier müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen nachhelfen. Da. Und ich hatte mir noch vorgenommen, nicht solche Gesellschaftsthemen anzureißen. Aber manchmal überkommt es mich dann doch, dann muss ich über... Oh, das ist ja alles so hübsch und so praktisch ein wenig... Ja, ich will es nicht lästern nennen, denn das klingt wieder so abwertend mir gegenüber. Oder in Bezug auf mich. Das möchte ich ja gar nicht. Das ist ja eine Meinung und die könnt ihr entweder teilen oder es lassen. Aber bitte nicht auf Facebook, ja? Gut. Und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich da anmelden muss, weil ich meine ganzen 100.000 Nicht-Facebook-Freunde unter ein Dach bekommen könnte, also weil ich es nicht schaffe. Manche müssen es, manche müssen es nicht. Aber was wir müssen, ist dringend, und da gibt es auch keine Diskussion, ab nach drinnen rennen, ab rein rennen, kann man auch sagen, damit wir nicht am nächsten Morgen von der Zombie-Brut überrascht werden. Die ist ja so heiß, die Braut. Die Zombie-Braut. Und genauso kann ich das Thema noch gerade ein bisschen erweitern. Ich hoffe jetzt nicht schon die nächste Folge, ansonsten tut mir das leid. Dann kann ich noch kurz sagen, ich habe mich in der letzten Folge vor kurzem mit Urheberrecht, Lebenseinstellung, Facebook und so weiter befasst. Und dazu passt vielleicht auch dieses Aufgeben von Freiheit, was man macht, wenn man sich eine neue Schaufel baut. Haha, da kam aber die Überleitung just in dem Moment. Nein, also, nein, ich will doch gar nicht schlafen. Was soll denn das? Eine Schaufel wollte ich machen. Tja, und da ist auch nicht mehr sehr viel los. Ich glaube, wir machen einfach noch eine zweite Schaufel und ist da das Eisen auch weg. Da brauche ich mir keine Sorgen drum machen. Haha, für die Spitzhacke reicht sowieso nicht. So, also, was ich auch noch anmerken wollte, was zu dem Themenkomplex passt, ist dieses, die Thematik, die sich da nennt, Cloud Service. Also für die, die es nicht kennen oder auch einfach nur, um es ins Gedächtnis zu rufen, das mit der Wolke ist ja so die Idee, jemand, der Speicherplatz hat, also könnte man auch theoretisch selber sein, das anbieten, aber ich glaube, das ist dann doch ein etwas zu großer Aufwand, wenn man jetzt seine 1 TB Festplatte mit 10.000 anderen Leuten teilt. Nee, aber der Hintergrund ist, dass man eben, wenn man Speicherplatz hat, das anbieten kann, also so richtig als Geschäftsmodell. Dann kann ich das zur Verfügung stellen und jemand anderes kann dann seinen Quatsch da drauf hochladen. Also beispielsweise als Firma kann man, wenn man es denn unbedingt möchte, kann man da so eine Art Dateiaustausch länderübergreifend machen. Sowas, was eben nicht möglich wäre, wenn man sich Sachen immer per E-Mail schicken müsste. Das wäre eben schon, wer will denn schon 3 TB irgendwo hin und her schicken? Und dann läuft das E-Mail-Postfach ja auch zu. Also vielleicht passt auch dieser SV... Ach, Blödmann. Hallo? Aus, lass nach. Ah, sag mal. Ich habe die bislang hier... Ich meine, wir haben ja schon viel gebuddelt. Aber die Jungs habe ich noch nirgendwo getroffen. Nirgendwo. Kann man denn echt nicht erkennen, wo einer drin sitzt? Ja. Komm doch näher. Hol dir deine Bestrafung ab. Ja. Sag mal, das ist ja richtig verseucht hier. Ach, verdammt. Hat er sich jetzt vermehrt irgendwo, oder wie? Ist auf jeden Fall noch einer. Ah, ist das schrecklich mit den Biestern. Kommen die da auch so raus? Da war doch eben noch so ein Zischen. So. Wenn auf jeden Fall so ein kleines Schwänzchen rausgucken würde. Da ist keiner drin.
könnte sein, dass es länger dauert, die abzubauen, weil es ja eigentlich ein anderer Block ist. Das könnte dann auch die einzige Identifizierungsmöglichkeit von silberfischverseuchten Blöcken sein. Aber das wiederum weiß ich auch nicht. Fies wäre, wenn jetzt hier so ein riesen Silberfisch durchkommen würde, von wegen Endzeitstimmung. Ah, ich mache euch alle fertig, so in etwa. Ja, also nochmal zum Cloud-Kram. Hoffentlich ist es nicht schon wieder die nächste Folge angebrochen. Das wird ziemlich ärgerlich. Das täte mir ziemlich leid. So, also, wenn ich jetzt als... Also es kann Vorteile haben, wie gesagt, bei Unternehmen, die große Datenmengen irgendwo austauschen müssen und das nicht per E-Mail oder mit anderen Möglichkeiten machen möchten. Aber die Kehrseite wiederum ist dann, wenn man das als Privatperson in Erwägung zieht, dass man sich abhängig macht. Und zwar nicht nur so ein bisschen, so von wegen, ja, so eine Art Greenpeace-Stimmung, ne? Ich bin erstmal dagegen. Oder so, oder... Also ich glaube, es ist ein bisschen zu verallgemeinert, wenn ich jetzt sage, oh, die Grünen und Greenpeace, die sind ja alle gleich. Und die sind ja alle so böse. Ich glaube, das lassen wir mal schnell lieber. Und schließen das Kapitel. Und reißen lieber noch die Kohleblöcke hier raus. Denn die brauchen wir ganz dringend. Ja, aber ich als Privatperson möchte ungerne meine Freiheit, wo ich was lasse und wer darauf zugreifen kann, abgeben. Das behagt mir nicht so ganz. Und ich weiß auch nicht, was einen dazu bewegen sollte, sowas zu machen. Wenn man jetzt nicht gerade so einen Unternehmensvorteil da hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da Anwendungsmöglichkeiten gibt. Aber andererseits stellt sich auch die Frage, ist dann dieser Anbieter, dem ich jetzt meine Daten in die Hand lege, das können ja auch ziemlich sensible Sachen sein. Ich glaube, Regierungen werden nicht unbedingt darauf zugreifen. Vielleicht so eine, nenne ich sie jetzt mal, so ein, naja, nicht ganz demokratischer Inselstaat, könnte man sagen. Dann könnte man das vielleicht durchgehen lassen, von wegen, boah, Sicherheit, ist doch egal. Und Freiheit, das wird sowieso überbewertet. Also, ich meine, das kauft man sich bei eBay. Aber ansonsten, ich glaube, ich verliere öfter den Faden. Ja. Die Frage ist auch, ob wir das hier unten drin lassen. Könnte man eigentlich machen. Sieht vielleicht ein bisschen natürlicher aus. Und der andere positive Nebeneffekt ist, wir brauchen da nicht so viel weglopsen. Ja, war klar, dass das einen Hintergedanken hat. Ich bin nur ein bisschen faul. Dann sieht das auch so aus, als wäre das mal eine Höhle gewesen. Wobei will ich das eigentlich? Ja, Fragen über Fragen und ich habe keine Antwort darauf. Dann müssten wir ganz konsequent das Eisen da auch drin lassen. Was ich aber weiß, ist, dass das hier raus muss. Raus aus den Schulden und du und weg. Und der könnte da, glaube ich, bleiben. So, also ich hatte erwähnt, nein, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung, aus. Weg. Böse. Nein. Geh zurück. Weiche von mir. So, jetzt können wir schon fast hier mit Cleanies alles auskleiden. Also nicht nur fast, ich glaube, das können wir sogar machen. Ja, ich glaube, das kann man anbieten. Also so im Groben stelle ich mir das jetzt... Ich stelle mir da was vor. Und vielleicht sieht das ja sogar aus, wer weiß. Hier haben wir viel Kies und Zeug, das kriegen wir nie mit. Also irgendwann müssen wir das... Ja, ich glaube, ich habe das jetzt schon erschöpfend behandelt, das Thema. Sag mal, wo ist denn eigentlich die... Da sind sie nicht drin, die Clean Stones. Dann, wie machen wir das jetzt? Achso, wir gehen jetzt einmal hier durch. Das geht dann deutlich schneller, als wenn wir oben rüber klettern. Hüpsala, hüpsala. So. Da müsste man vielleicht auch noch eine Fackel reinsetzen. Und dann geht das da wieder nach oben. Ist ein bisschen aufwendig, ein bisschen umständlich hier, aber... Aber was soll's. Zwei Treppen wären ja auch ein bisschen zu viel verlangt. Könnte man machen, dann einfach oben... oben runtergehen, dann... nächsten Tag wieder raufgehen. Auf der anderen Seite oben runter und fertig. Wäre ja so einfach, aber was
wollen wir damit einfach? So, da müsste noch ein paar sein, ein paar Steinchen. Ja, und dann können wir uns eigentlich schon ranmachen. Ein paar... Wie macht man die denn nochmal? Ich glaube, da machen wir den ganzen Stack gleich. 64 Steinziegel. Okay, ich habe gespickt. Tut mir leid. So, ein paar Treppen. Steinziegeltreppe. Sieht irgendwie ein bisschen lächerlich aus. So, 40. Ich hatte ja angenommen, dass es 50 rüber sind. Heiliger Kanarienvogel, brauchen wir da viel. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich wollte doch gar nicht so viel investieren. Nachher gehe ich pleite und dann zieht das die Weltwirtschaft wieder ganz nach unten. Das wäre doch doof. Da muss ich noch gefeuert werden. Das wäre auch doof. Dann geht ja mein ganzes Geld flöten. Das wäre auch doof. So. Jetzt haben wir hoffentlich genug und kommen darüber. Wenn mir der Fischer denn sagt, wie weit es ist. Ja, komm, machen wir 24 draus. Zack. Den ganzen Stack rein. Und schon geht es wieder nach unten. Es lohnt sich eigentlich kaum, ne? Wir sollten hier auch mal. Hier nicht. Uns irgendwas überlegen, wie wir denn hier auf der Seite schnell runterkommen. Solange wir da am Bauen sind. Haha, man könnte da unten reinspringen. Oh je. Das ist eine. Ja, sehr selbstlose Idee. Ich glaube, die werde ich nicht weiterverfolgen. Hatten wir hier? Hatten wir nicht. Wo hatten wir das Bettchen? Natürlich unten. Wir hatten noch zwei Bettchen hier, oder? Oder irre ich da? Und hier unten drunter, da ist auch noch nichts. Ja, das ist ärgerlich. Dann müssen wir jetzt... Wie machen wir das jetzt? Geschickt. Wir könnten nach Hause gehen, oder wir... Ja, müssen es eigentlich riskieren, ne? Fix hier runter. Vielleicht kann man auch von hier aus da reinspringen. Nein, kann man nicht. Wir würden uns nur ein bisschen wehtun. Aber dann doch lieber auf Nummer sicher. Und hoffentlich nicht allzu spät. Denn wir müssen ja auch noch ein bisschen draußen rumrennen. Eieiei. Eieiei. Oh, das sieht aber hübsch aus. Ich dachte gerade, ich höre einen Pfeil. Laufen. Hoffen, dass niemand drin ist. Hallo, ist da jemand zu Hause? Schnell zu den wundersamen Nachtklängen lauschen. Und gute Nacht. Oh, guten Morgen. Hey. Genug rumgeheult, so sentimental. Ich stelle fest, wir haben schon ganz schön viele Brote verbraucht. Ist das immer so? Und warum brennt ihr da hinten? Findet ihr das etwa witzig? Ich habe das Gefühl, sie finden es witzig. Ich würde dazu gerne nachgucken, aber da oben ist ja noch Höhle und... Ich glaube, wir lassen das besser. Und gehen stattdessen wieder in die Tiefen. Der Albtraum kennt kein Ende. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben. Ist das so richtig episch? Spinny? Hallo, Spinny. Jetzt sag mir doch, wo du dich befindest. Wie du dich fühlst, Spinny. Eieiei, brauchen wir da viel? Ich glaube, da werden die 20 nicht ganz für reichen. Also nicht ganz, das ist schon dicht dran. Close to perfect. Oder perfect. Ja, da einer und da einer. Fertig. Ja, ganz toll. Dann können wir zumindest schon mal schauen, ob das, was ich hier jetzt fabriziert habe, einigermaßen aussieht. Oder ob das eher in die Kategorie irre hässlich und sofort unterbinden passt. So, hier noch so ein bisschen. Und dann mal von außen gucken.
Ja, da kann man nicht sehr viel dran erkennen. Aber es sieht schon stimmig aus mit diesen Blöcken. Ich will jetzt auch nicht die Wände komplett durchziehen, aber irgendwas mit den Fackeln müssen wir machen. Also entweder wir könnten. Jetzt ist die Frage, wo ist der Eingang? Also man könnte hier den Block wegnehmen und stattdessen so ein Steinziegel hinsetzen. Das war gerade ganz dicht. Irgendwo. Alter Spinni. Bringst mich noch um den Verstand, Mensch. Was ja auch schon wieder nicht so ganz korrekt ist, denn Spinni ist ja kein Mensch.